Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Heute, ja, der vorerst letzte Teil und diesmal auch wirklich letzte Teil rund um, ja, die kleine Serie mit den RAW-Convertern. Heute mein Fazit, heute der Abschluss dieser Serie. Aber bevor wir damit starten, möchte ich unbedingt noch was loswerden. Ja, das Intro ist rum und nun zu meinem Anliegen. Und zwar geht es einfach darum, dass ein Zuschauer von meinem YouTube-Kanal, nämlich der Heiko, der schon, ja, eigentlich, wenn man so will, von Anfang an mit auf meinem Kanal unterwegs ist, seitdem ich diesen, ja, richtig betreibe, so möchte ich es mal ausdrücken, ist er eigentlich dabei, kommentiert oft meine Videos, immer nett, immer freundlich, immer zuvorkommend. Irgendwann hatte ich seinen Namen dann auf YouTube mal angeklickt und festgestellt, hoppala. Der Mann hat ja selber auch einen YouTube-Kanal und dieser beschäftigt sich mit dem Thema Paddeln. Kann sich jeder selber ein Bild machen. Ich verlinke auf jeden Fall seinen Kanal in die Videobeschreibung, damit ihr da mal vorbeischauen könnt. Denn ja, die meisten von euch mögen ja immer meine Videos, wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin. Und genau das macht der Heiko in seinen Videos auch. Er nimmt euch einfach mit auf unterschiedliche Reisen. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise, wie ich finde. Und mir gefallen die Videos richtig, richtig toll. Gestern kam wohl ein neues raus, welches ich mir heute früh gemütlich bei einer Tasse Kaffee und auf dem großen TV angeschaut habe. Und ich war echt begeistert davon, was Heiko da auf die Beine stellt. Und deswegen finde ich einfach, hat er es verdient, dass ich hier mal, ja, ein bisschen Werbung für Heiko und für seinen YouTube-Kanal mache. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte und zwar ja meine persönliche Meinung rund um die RAW-Converter. Ihr seht sie hier noch. Angefangen haben wir ja mit Darktable über Capture One, dann Luminar und dann ja der Photoshop-interne Konverter Camera Raw und zu guter Letzt im letzten Video dann Lightroom. Ja, wie sehe ich das? Als erstes, hier sind unsere sechs Bilder. Wir haben das originale RAW-File, also Out of Cam. Das hat eine Größe von 24 Megabyte. Ich habe jetzt hier die Ansicht mal so eingestellt, dass ihr das gleich sehen könnt, um was es sich hier handelt und ja, wie groß die Datei ist. Als erstes haben wir dann mit Darktable gearbeitet, haben eine JPEG-Datei erzeugt, welche dann eine, ja, wie ich finde, beachtliche Größe von 28,2 MB hat. In allen Konvertern habe ich immer die Speicherqualität oder Exportqualität auf 100% gesetzt. Also Darktable macht aus einer eh schon großen Datei eine noch größere Datei. Bei Capture One sind es 25,2. Ich denke, das kann man jetzt mal vernachlässigen. Also die JPEG-Datei bleibt so groß wie die originale RAW-Datei. Ja, den Vogel abschießen tut, was das angeht, Luminar. Da kommen wir dann auf 34,4 Megabyte. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Wohlgemerkt, alle Bilder sind auf voller Auflösung, alle Bilder sind mit 100% Qualität exportiert. Aber das ist ein bisschen zu viel, wie ich finde. Ja, dann als nächstes haben wir mit Camera Raw gearbeitet. Ja, Photoshop exportiert das Bild ja mit der niedrigsten Größe bei voller Auflösung. Und als letztes haben wir Lightroom 12,4 MB, halbiert quasi ja die RAW-Datei von der Größe her. Das schwankt immer, das ist von Bild zu Bild unterschiedlich, je nach Helligkeit, wie viel Farben und so. Danach richtet sich die Größe. Die RAW-Files in der 6000er-Serie von Sony sind immer so um die 24 MB groß. Das ist auch relativ konstant. Ja, dann schauen wir uns das erste Bild an.
Im Forum habe ich mit dem Frank und mit dem Mario ja schon mehr oder weniger darüber diskutiert. Man hat sich dort schon festgelegt, was mein Favorit sein wird. Ihr erfahrt es hier am Ende des Videos. Frank hatte dann allerdings passend dazu geschrieben, dass die Ergebnisse aller fünf Bilder relativ ähnlich sind, gleich sind, aber der Weg dorthin unterschiedlich lange dauert. Und das ist wohl tatsächlich so, war mir selber gar nicht so bewusst, aber ja, ist so. Hier haben wir jetzt das Bild, welches wir in Darktable zusammen entwickelt haben. Darktable ist für mich das Programm, ja, was einerseits ein Riesenpotenzial hat, andererseits für mich total, auf mich total chaotisch wirkt. Also das ist, weiß ich nicht. Ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich komm da nicht zurecht. Das ist für mich so unübersichtlich. Bitte denk dran, dass ich seit, ja, seitdem ich in RAW fotografiere, also seit Mitte, Ende 2016 mit Lightroom arbeite, ja, das Programm quasi kenne und das gewohne bin. Und der Umstieg von Lightroom hierher zu Darktable, das ist schon eine Ansage. Also da muss man, glaube ich, viel Zeit investieren. Aber dennoch sind das sehr, sehr gute Ergebnisse. Man darf nicht vergessen, das Programm ist kostenlos. In den Kommentaren wurde ich dann korrigiert, dass es Open Source ist. Also da arbeiten, ja, kann jeder quasi dran arbeiten, basiert ja auf der gleichen Foundation wie auch Linux und solche Geschichten. Super Sache für Leute, die die Zeit haben, sich da rein zu fuchsen oder nichts anderes kennen oder von Anfang an mit Darktable arbeiten. Die kommen da wahrscheinlich besser zurecht. Ich, ja, tue mich da wirklich sehr, sehr schwer, in Darktable zurechtzukommen. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Programm ist. Es ist einfach nur meine Sicht der Dinge. Ich finde es total kompliziert. Aber gut, lassen wir so. Ja, schließen wir hier. Als zweites haben wir dann mit Capture One gearbeitet. Hier sieht man schon einen Unterschied, was die Farbgebung angeht, auf jeden Fall. Das war ja bei dem Bild gerade bei Darktable. Ich kann es ja nebenher nochmal öffnen. Ja, sind wir hier eher im roten Bereich, was das so angeht. Und ja, hier bei Capture One ist das dann mehr oder weniger orange. Jetzt weiß ich nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob ich da einen Fehler mit der Farbkorrektur bei der Entwicklung gemacht habe. Das kann natürlich sein. Was mir bei Capture One aufgefallen ist, dass man die Details sehr gut rausholen kann. Ich hatte es ja in den einzelnen Videoteilen immer mal wieder schon erwähnt, dass der Fokus hier nicht richtig sitzt. Hier sollte er eigentlich sein, aber gelandet ist er irgendwie hier, in diesem Bereich. Nochmal dazu, das Bild ist eines meiner ersten, was ich überhaupt mit der Alpha gemacht habe. Also bitte um Nachsicht. Ja, der Fokus ist da nicht ganz richtig, aber wenn man dann guckt, die Details, die hier rauskommen bei Capture One, das finde ich schon beeindruckend. Dennoch ist mir, ja, gefällt mir Capture One persönlich auch nicht so gut, obwohl sie eigentlich einen Kooperationsvertrag mit Sony haben, wenn ich das so richtig weiß. Es ist mir einfach für das, ja, was es kann, ist es mir einfach zu teuer. Ganz klar gesagt. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Abo-Modell gibt, ähnlich wie bei Adobe. Da kann ich nichts zu sagen, habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Für den Preis, was es kostet, habe ich in meinem Test andere Programme genutzt, mit denen ich besser zurechtgekommen bin und ja, die wesentlich billiger sind. Beziehungsweise gar nichts kosten, wobei da bin ich nicht besser zurechtgekommen. Also Darktable war für mich, ja, hatte ich ja schon gesagt, anstrengend, um es mal nett zu formulieren. Ja, dann kamen wir zum Programm Luminar. Für mich persönlich ein Top-Programm. Das schon mal ganz klar vorneweg. Für Leute, die sich nicht unbedingt damit so beschäftigen wollen, was muss ich machen, um dies und das zu erreichen. Diese können mit diesen, ja, Vorlagen, die es da gibt, einfach in Luminar, wo man sich auch noch zig Vorlagen runterladen kann, teilweise sogar kostenlos, manche kann man kaufen oder muss man kaufen. Ja, die erzielen dort wirklich super Ergebnisse oder können dort super Ergebnisse ziehen mit minimalem Aufwand. Das macht das Programm natürlich gerade für Anfänger sehr attraktiv. Es ist gut zu bedienen, also relativ übersichtlich, sage ich mal. Man findet
über kurz oder lang das, was man sucht. Vieles ist ähnlich, vieles ist an Lightroom angelehnt. Nicht alles, manches heißt anders, dadurch wieder ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, für den Einstieg, wenn man weiß, man möchte Bilder bearbeiten, RAW-Dateien bearbeiten und hat noch kein Programm, hat keine alternative Software zur Verfügung, dann glaube ich, ist Luminar ja doch eine sehr, sehr gute Adresse. Ja, das auf jeden Fall zu Luminar. Die Qualität der entwickelten Bilder ist in Ordnung. Was mich wirklich stört ist, das habe ich euch ja gezeigt schon, ist die Größe der exportierten Dateien. Das ist schon verrückt, 34,4 Megabyte. Ja, dann von Luminar sind wir gewechselt zu Camera Raw im vierten Teil. Die integrierte RAW-Entwicklung bzw. der integrierte RAW-Converter in Adobe Photoshop. Ja, angelehnt an Lightroom oder Lightroom ist an diesen angelehnt. Lightroom ist an Camera Raw angelehnt. Für mich spielend einfach zu bedienen, weil genauso wie Lightroom quasi aufgelegt, für mich total einfach. Und ja, ich glaube, man sieht es jetzt dann auch gleich, wenn ich das andere Bild von Lightroom öffne. Die Ergebnisse sind ja fast identisch. Man braucht halt Photoshop, um Camera Raw nutzen zu können. Also muss man mindestens in die Foto-Abo-Szenerie wechseln von Adobe, um Photoshop zu bekommen. Wenn man das hat, hat man allerdings auch Lightroom. Und ja, Lightroom macht es dann doch ein bisschen innovativer und einfacher, da man dort noch eine Bildverwaltung hat. Und genau dahin kommen wir jetzt, nämlich zu Lightroom. Ihr seht, das Bild sieht relativ ähnlich aus, nur ein bisschen knackiger von den Farben her. Das liegt aber einfach an, ja, die Einstellungen sind natürlich von Converter zu Converter nicht identisch. Ich drösele das Ganze jetzt nochmal auf. Also für Einsteiger, die ja für Software kein Geld ausgeben möchten, für die ist Darktable wahrscheinlich das Nonplusultra. Man muss sich da reinarbeiten. Es gibt leider nicht so viele deutsche Tutorials auf YouTube. Es gibt ein paar, es gibt welche, ganz klar, aber nicht so viele. Ich habe da jetzt im Nachgang, nachdem ich alle Teile abgedreht hatte, dann immer noch mal geschaut und gesucht. Nicht so wirklich viel gefunden. Es gibt ein bisschen was, das erleichtert einen den Einstieg, aber ja, nicht alles. Der zweite Converter war dann Capture One. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er ja das Geld in die Hand nimmt für Capture One und sich dann die Zeit nimmt, sich in den Converter einzuarbeiten. Wenn man mit Lightroom oder Photoshop anfängt oder mit Luminar anfängt, muss man sich genauso einarbeiten. Also ist das quasi am Ende des Tages eine Glaubensfrage, welche Software man dann da benutzen möchte. Luminar für mich neben Lightroom, ja, die super Alternative, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern es ist wirklich so, für Einsteiger in die RAW-Bearbeitung ist Luminar in meinen Augen am einfachsten zu bedienen, weil es einfach am innovativsten ist durch die Vorlagen, die es mitbringt. Man kann da so viel machen, es soll auch eine Bildverwaltungsdatenbank ähnlich wie bei Lightroom jetzt irgendwann demnächst nachgeliefert werden. Also auch das ist dann ja integriert in der Software. Wie es dann allerdings mit einer Update-Politik aussehen wird oder einer Upgrade-Möglichkeit auf neuere Version, das wird die Zeit zeigen. Da kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts zu sagen. Aber ansonsten ist Luminar auf jeden Fall ein Test wert. Macht euch den Spaß, ladet euch die Testversion runter, probiert es aus. Vergleicht es gerne auch mit Darktable oder wenn ihr im Moment Lightroom nutzt, aber dem Abo-Modell nicht mehr irgendwie treu bleiben wollt, weil ihr nur alle 3 Monate mal 10 Bilder entwickeln wollt, mal übertrieben gesagt, dann schaut euch Luminar an. In der Videobeschreibung findet ihr wieder den Link, wo ihr auch noch 10 Euro sparen könnt beim Kauf von Luminar. Und ja, dann könnt ihr das nutzen, wenn ihr es braucht und müsst nicht monatlich bezahlen. Und die Ergebnisse in Luminar sind wirklich herausragend. Ja, und ansonsten Camera Raw von Photoshop. Ich nutze dementsprechend Lightroom. Und das ist für mich einfach das Nonplusultra in der
in der Bildentwicklung, ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich komme da super klar. Ich habe mir Presets angelegt für die unterschiedlichsten Objektive. Ich kann hunderte Bilder mit einem Klick entwickeln. Das Exportieren dauert dann natürlich etwas länger, aber das macht es in jedem Programm. Wenn ich in Luminar 50 Bilder am Stück exportieren will, wird das auch eine ganze Zeit dauern. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ja, Lightroom ist und bleibt ja für mich weiterhin das Programm. Aber ich werde auch immer wieder mit Luminar weiterarbeiten. Immer wieder Dinge probieren. Das ist so mein Fazit. Ich blende es euch jetzt hier nochmal ein. Alle Bilder in Serie, meine persönliche Platzierung. Und schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was euer Platz 1 ist, was euer Platz 2 ist, 3, 4 und 5. Und außerdem stelle ich euch die originale RAW-Datei zur Verfügung. Den Link setze ich in die Videobeschreibung. Ihr landet dann dort im Forum. Könnt, ohne euch registrieren zu müssen, die RAW-Datei dort downloaden, könnt damit arbeiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir eure Ergebnisse gerne dann in dem entsprechenden Forums-Read ja einfach mal zeigen. Ihr habt dort eine Upload-Möglichkeit, könnt dort Bilder hochladen und dann können wir gemeinsam darüber diskutieren, was ich vielleicht nicht so gut gemacht habe in euren Augen. Oder wenn ihr was wissen wollt, kann ich versuchen, euch zu helfen. Das ist überhaupt kein Ding. Also schaut in die Videobeschreibung, besucht den YouTube-Kanal von Heiko auf jeden Fall. Das tolle Video, lasst es euch nicht entgehen. Und ansonsten bleibt mir euch eine schöne Zeit zu wünschen, ein restliches, schönes Wochenende, schöne Ostern noch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. In diesem Sinne sehen oder hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.